Mit dem Flitzebohrer. Ja. Dann fahren wir mal zum Dings. Oh, da kommen wir durch den gleichen Auto. Ne, den Hänger. Wollen wir mal reingucken, bevor wir den kaputt machen? Können wir. Irgendwo sollen da wohl auch Gegner sein. Ach, da ist er. Vielleicht ist ja was Cooles drin, ich glaub's ja nicht. Aber. Nee, ich würde ihn nicht reparieren. Oh, ein Auto. Na, komm mal raus mit dem Ding, ja. Ja. Aber nicht mit Schießen. Schade, schade, schade. Ja. So, mal gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Okay. Naja, aber wenigstens mal was Neues. Ist wieder was, was den Fuhrpark vervollständigt. Ja, ist jetzt die Quest heißt, glaube ich, feindlicher Luftraum, die ich markiert habe. Und wir sollen jetzt erstmal zu irgendeinem Ausguck. Können wir bestimmt ein Fell holen. Obwohl, so wie ich die Erfahrung mit den Tieren gemacht habe, doch, hier liegt er. Wurde geschossen? Ich dachte, Ja, der lag bei da anscheinend. hinten. Nee, der ist. Aber waren ja zwei eigentlich. Ja. Ja, der andere war anscheinend Schneller. härter. Im Nehmen. Ja. Mal gucken, ob er hier irgendwo zu sehen. Naja, der wird über alle Berge sein. Aber haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Geld verdient? Ja. Na, für die Bisons platt zu fahren, muss das ja echt eine dicke Karre holen. Okay, gibt es da keinen besseren Weg? Müssen wir da echt hoch? Ich glaube, den Rest müssen wir laufen. Mal gucken, da oben ist es schon. Die Ja, Frage ist, du, wo. der hier, mich greifen hier gerade ein paar Wiesen uns Wenn du an. den Bastard findest, weißt du, wo Naja. der gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Die habe ich gar Du nicht blut meinen gesehen. süßen Heli nicht weg. Ja, der griff mich auch immer von hinten an. Naja, wenn die mal so aufgetaucht wäre, als ich die gebraucht habe, um zu überfahren. Nee, ich musste da immer Ja. mitten ins Gebüsch. Ey. Wo müssen wir jetzt hoch? Da Nach hoch. oben halt. Ja. Die Frage ist, wo geht's da hoch? Na hier, da wo die Bäume da sind, sind die genau jetzt da. Genau. Ja, von da aus soll man nach dem Helikopter suchen. Da ist einer. Das ist auch der Richtige? Wo siehst du den denn? Na, da unten, da wo das rote ist. Oh, ist nur was Rotes? Ich sehe nichts Rotes. Nicht mal mit dem Fernglas sehe ich hier was Rotes. El Blindo. Na, wo bist du denn auch? Na, ich sehe neben dir und gucke in dieselbe Richtung. Na, du siehst doch dort das rote Ding. Und meinst du die Werbetafel oder was? Ja, genau, und da steht, es ist auch ein Hubschrauber. Ach, da unten. Und zu dem müssen wir jetzt hin, Ort. Ja, anscheinend. Dann Fahrzeug steht ja unten, kann ich da und da kann ich mich bestimmt abseilen. Genau. Ja, aber so nicht. Bin ich das fast schneller dort mit dem Laufen. Nix. Ich fahre. Kannst du mich ja dazwischen durch den Ofen nehmen. Über die Haube. So ungefähr, ja. Das traue ich dir sehr nur zu. Ja. Oh, irgendwo ist hier was. Wo bist du denn? Ich hoffe, wir waren. Ja, der war aber, glaube ich, ein bisschen weiter hinter mir jetzt. Nee, ich habe den ja gerade erschossen. Ach so.
des Abends. So, du fliegst? Ich fahr so weit, ja. Na gut. Wenn du das sagst. So, wo müssen wir hin? Da wo dir jetzt angezeigt wird. Die gelbe Zielmarkierung. Wird er ausgestiegen? Jut, das muss ich nachher dann nicht machen. So, was war hoch? X? X, ja. Wird er doch angezeigt, wenn du einsteigst. Ach so? Ja. Oh, ich glaube, ich muss gleich kotzen. Und was sollen wir da machen? Den Hubschrauber abliefern. Ach so. Du schaffst das. Ja. Oh. Du, oh, guck mal, da war irgendwas. Ja, ich sehe aber nichts. Ja. Wahrscheinlich nur um. Ich erwarte eigentlich, dass wir jetzt noch irgendwie angegriffen werden oder so. Ja. Auf den 3000 Metern. Ich hab Oma gleich mal geguckt. Na dann. Siehst du? Also. Hinter uns? Du hast jetzt irgendwas aufgescheucht. Oh, schon weg. Ja. Okay. Ach komm, da unten geht's rein. Ja, ich oh, erst gedacht. Denk dran, den musst du sicher landen. Also bisher ist ja ziemlich einfach. Oh, ich könnte jetzt sogar Munition geben. Aber ziemlich lahm die Krüge. Ja. Kreis war runter, oder? Ja. Und weh, du steigst jetzt aus. Hoffentlich ist Tulip in der Nähe, denn wir brauchen Hilfe, Schätzchen. Ja, okay, warte. Noch nicht landen. Ja, ich muss ja erstmal abballern, glaube ich, da unten. Warte ich. Nee, guck. Guck. Na, die Fahrzeuge da unten. Ja, sehr schön. Mit dem Ziehen üben wir noch ein bisschen. Du kannst ruhig näher ran. Ziehen üben wir auf jeden Fall nochmal. Ja, ich habe extra ein bisschen hoch hier geschossen jetzt mal. Dann siehst du, geht doch. Ob du schaffst ihn, schieß ihn ab! Oh. Ballerst du ja gar nicht mehr. Wie gut, dass das keine beweglichen Ziele sind.
Ja, ich dachte mir, ich unterstütze dich mal ein bisschen. Oh, falsche Waffe. Und alle da? Nee, da ist so. Niemand. Da vorne sind noch welche. Wo denn? Na hier, in der, eigentlich überall. Teilweise auch mit schwerem Geschütz. Ich glaube, das war's jetzt. Du kannst, glaube ich, landen. Ja, da sind noch welche. Ja, ich sehe es. Ich sehe sie nur nicht. Ich hab geschossen. Hm. Ich bin mal lieber gelandet. Du warst doch noch so feuer, als ich ausgestiegen bin. Ja. Bist du da drin, Ort? Ich bin im Hubschrauber anscheinend. Ja, und du bist diesmal der, der lenkt. Na dann. Welche Waffe hat er? Hat er nur Raketen? Ja, nee, nur Dings. Ist ja doof. Zielen müssen wir aber noch mal ein bisschen üben, wa? Na, ich habe bisher besser getroffen als zu ihm. Okay, gut. Ich hab doch. Dings war doch X drücken, oder? Falsch um. Was? Nee, Viereck. Falsch um. Achso, okay. Ja, nee, doch X. Also Viereck zum ja. Aussteigen und X zum Falsch um. Oder was? Ich bin aufgeklatscht wie ein nasser Sack. Aber in 8 Sekunden bin ich wieder da. So, wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Los, nochmal. Okay, ich steig aus und du gehst runter. Und was machst du natürlich? Rupst mir den Schädel runter. So, du bist ja schon wieder tot, wenn man. Ja, wenn man von den Rotern erwischt wird, ist das meistens so. So. War doch ganz einfach, ich weiß gar nicht, was du hast. Sprich mit alle, Lehen, wo ist sie denn, die Ude? Ach, da. Hallo, Adelaine. Lass mich mit dir reden. Scheiße, gut, gib mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an, jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Boah, hast du den Fernseher laut. Und ich sehe ihm dabei zu.
Weil du mithörst dort. Na, ich höre die doppelt, ja. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Freundlicher Luftraum abgeschlossen. Ja, oh, neuer Helfer. Gehen wir erstmal shoppen. Aber ich muss mal sagen, die Bison heute sind mal nicht viel wert, wa? Überhaupt nicht. Und die Enid war auch nur eine beschädigte Haut? Wahrscheinlich hast du den zu doll abgeballert. Das kann natürlich den, sein. Den Elch. Aber so ist das halt. Mal die kleine Rabauke schläft wieder. Sehr schön. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe der Pyramiden. Ein neuer Vorteil ist im Vorteilsmenü verfügbar, okay. Was habe ich denn für einen neuen Vorteil? Ach, der für alle Leute halt. Aber ich habe gerade gesehen, hier gibt es eine neue Quest. Oh Mann, sieh dir die Giftmüllverklappung hier an. Die Peggys müssen gestoppt werden. Ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn. Niedlich, wie sie da liegt. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen und, können. Und, was sollst du machen? Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Sag ich dir, wenn ich's weiß. Irgendwas hochjagen auf jeden Fall. Öko-Guerillas. Das ist wie Sex mit Hulk Senior. Einfach die Augen zumachen und hoffen, dass es bald vorbei ist. Mache. So, wo müssen wir denn hin? Ist gar nicht so weit, glaube ich. Oder? Naja, doch. Mit dem Auto geht's. Missionsziel, erreiche die Tankstelle. Irgendwas mit Bliss-Container. Und die sollen wir alle zerstören. Öko, naja, dann können wir doch auch in den Ding rennen, oder? Und schießen mal mit Ding ja. Hier. Ja, ich glaube, wir sollen vorher einen Laptop oder sowas nehmen. Okay, der geht nicht. Ja, merke ich gerade. Wo war das denn zum Rufen? Das habe ich doch gerade gesehen. Ja. Aber ich finde das immer noch lustig, dass ich dir eben die Birne wegrasiert habe. So. Oh, sogar mit Rakete. Ja, na wenn schon, denn schon. Warte. Auf geht's, Schätzchen. Warte, noch nicht. Noch nicht. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Der ist von alleine nach links. Bist du drin? Jetzt bin ich drin, ja. Ich hab heute Wackelfinger. Ist klar. Oh, ja, den Tannenbaum nimmst du auch mit. Tannenbaum, als wäre schon Weihnachten. Na, war doch. Ja. Große Kiefer. Pass dich schön auf die Fernbedienung auf. So, wechsel mal schon mal gleich mal warnen. Wen willst du warnen? Na, die. Na, da ist ja erstmal noch nichts zum Abballern, glaube ich. Ach so. Wir sollen erstmal irgendwelche Daten von einem Laptop holen oder so. Ach so. Siehst du? Was ist denn jetzt? Wird ja langsam mal runter jetzt, so junger Mann. Ja, ich wollte erstmal gucken, ob wirklich nichts da ist. Hey, fast hätte ich's vergessen. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Booten. Schlau was. Also finde den Computer, dann die Boote und dann finden wir ihre Container. War da auch ein. Achtung, da sind wohl ein paar. Ja, du musst schon irgendwie verhältnismäßig bleiben. Ja,
So, haben wir noch irgendwo welche? Kommen die alle aus dem Wald hier? Na komm, ich rette dich mal. Da kam noch einer von hinten. Naja, wenn schon. Boah, verdammt. Hätte ich mich beinahe mit in die Luft gejagt. Aber dadurch habe ich jetzt irgendwie gerade nochmal zwei Vorteilspunkte bekommen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, 1:30 müssen wir jetzt standhalten. Na, ich bin ja auf dem Dings. Ah, da kommen sie anscheinend schon. Ich glaube, er hat schon wieder ein Zeug. Hm, ja, gut schon. So, kommt da noch was? Bestimmt. Ne, ich habe ja alle schon weggeballert. Na, 40 Sekunden haben wir noch. Da kommen bestimmt noch irgendwo welche. Dazu sollte man sonst so viel Zeit lassen. Naja, die wussten ja nicht, dass ich auf dem Auto stehen bleibe. Ja. Und die da alle damit wegrotze. Ja. Hast du zur Abwechslung mal getroffen? Woher kam das denn? Okay, ich habe ein GPS-Signal. Jetzt können wir die Boote tracken. Jetzt musst du in die Luft und dem Signal folgen. Direkt neben der Tankstelle ist ein Helikopterlandeplatz. Schnapp dir da alles und geh in die Vogelperspektive. Na, wir haben ja schon einen Helikopter hier. Komm in und walk out. Ist er drin? Ja. So. Nummer 1. Ach, der täuscht mir aber so nicht. Sprinten klappt hier in der Luft nicht. Schlimm. Wir müssen einmal am Berg rüber. Wäre echt ein gutes Stück. Da ist eine Uhr mit 3000. Ja, 1100 sind es noch. Noch 800. Den geben wir das mal einen Angriff, aber das ist nur dieser doofe Adler, der da immer als Dings angehangen ist. Okay. Peggy-Boote, da sind sie doch, oder?
Ja, anscheinend. Ja. Machen wir ja. Wir folgen unauffällig. Im Kriegstempo. Ja, so schnell sind die auch nicht. Schön ist, du siehst ja, wie der Verlauf ist. Musst ja nicht genau hinterherlaufen. Ob ich mal ein Ding abballer? Nee, besser nicht, sonst müssen wir die Dings nochmal neu machen. Du entfernst dich zu weit vom Fahrzeug, so weit bin ich auch gar nicht weg. Dann wird jetzt bestimmt da das Lager sein. Keine Ahnung, ich glaube eigentlich, dass es noch ein bisschen weiter weg ist, oder? Ne, doch, ist da. So, erreiche das Lager mit den Bliss-Containern. Sind wir ja eigentlich schon. Solltet ihr große grüne Bliss-Container sehen. Grün wie Grünkohl-Smoothies, nicht wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... Verstanden, Muffin. Keine Sorge, die werden bereuen, mich und den Deputy kennengelernt zu haben. Mist, ich muss weiter weg. Oh, ich habe keine Raketen mehr. Ja, irgendwann sind die Oma zu Ende. Die Container! Rettet die Bliss-Container! Na, fahr doch mal ein bisschen seitwärts, dann kann ich auch mal mit dem Ding schießen. Ja. Du könntest auch aussteigen und schießen. So hoch wie wir jetzt gerade aktuell sind, geht der Fallschirm wieder nicht auf. Ja, noch ein bisschen mehr zur Seite. Man muss länger X drücken. Achso, ich dachte, das reicht, wenn man immer X drückt. Naja, wie lange spielst du das Spiel jetzt? Ich bin jedes Mal runtergefallen, wenn ich dran erinnern kann. Naja. No. Der Hubschrauber wackelt einfach zu viel. Ja. Doch mal getroffen. Dann solltet ihr große grüne Bliss-Container sehen. Grün wie Grünkohl-Smoothies, nicht wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... So, wir müssen irgendwo noch welche sein. Also ich sehe hier gar keine mehr, aber da sollen noch welche sein. Ja. Vielleicht dann in den Gebäuden. Ich komme auch mal runter. Da sind ganz schön viele sogar noch. Ja. Da hinten war auch noch irgendwo ein Fahrzeug. So, genau, doch, die anderen sind im Gebäude. Ich sehe das schon. Ja, super. Ja, weil der so ewig lange nachgeladen hat, bin ich tot. Warte, ich komme. Oh, der ist mir gerade richtig geil ins Gewehr reingelaufen. Ja, so bin ich zu dir. Da sind aber noch ein paar. Ja, der erinnert mich. Verschwindet
Boah. Der kommt hier mit richtig harten Waffen. Ja. Verdammt. Boah, jetzt bin ich tot. Ja? Mitten im Heilen. Okay. Achte. Ja, da wirft er, schießt einen mit einem Granatwerfer oder so. Gerade mitten in der Wiederbelebung. Die eine Frau da, die hat mich gerade wiederbelebt. So, wo ist denn der Rest? Ach, du bist der da oben. Okay. Ja. Achtung. Jetzt mal den mit der Rakete. Okay, da sind glaube ich die letzten. Ich kann die Blitzwolken von hier sehen. Giftige Freiheit in Reinform. Eddie hatte recht mit dir. Ein 10-Gallonen-Hut mit Sporen. Könnte ein Sexting sein. Das weiß man bei Eddie nie so genau. Egal, boah. Bis später. Da hinten ist der Arsch. Eco-Gorilla ist abgeschlossen, sehr schön. Na siehst du. So, oh, achso, neuen Helikopter freigeschaltet. Jetzt können wir den Tulip sozusagen auch kaufen. Oder zumindest mal nutzen. So, mal gucken. Hier ist Munition. War da oben noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Nur Moon. Ja, Moon steht hier Gott sei Dank überall. Aber mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Nee, ja, vielleicht mal runter. Ja, sonst scheint hier nichts Interessantes zu sein. Ich sehe zumindest mal nichts. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Na siehst du. Passt.